Was ist Deutschlogik? Von Logik schreibt Nietzsche einst: Logik, ihr Wesen nicht entdeckt. In Klammern die Kunst der eindeutigen Bezeichnung? Also gilt es, die Logik entdecken. Das Wesen im Wort entdecken. Die deutsche Sprache verlangt grammatikalisch das Wort zu vor dem Wort entdecken. Doch das, was zu ist, ist unmöglich entdeckbar. Das, was zu ist, ist verdeckt. Also gilt es im Logischen, im Wort, etwas einsehen, was im Versehen, was im Zusehen verloren gegangen ist. Das Wesen im Deutschen ist, dass es deutlich ist. Logisch ist, so Logik gelogen ist, so Logik erlogen ist, ist Logik verlogen. Da das so ist, ist das Dienen, das gedient ist, verdient. Ist das Denken, das gedenkt ist, verdenkt. Das Danken, das gedankt ist, ist verdankt. Das Mächtige, was ermächtigt ist, ist vermachtet im Vermächtnis. Eine Machtperversion. Das Schlechte, das geschlecht ist, ist verschlechtert. Das Lieben, das geliebt ist, ist verliebt. Das Leben, das gelebt ist, ist verlebt. Das Stimmen, das gestimmt ist verstimmt. Das Lernen, das gelernt ist, ist verlernt. Das Mehren, das gemehrt ist vermehrt. Das Wachstum, das gewachsen ist verwachsen. Das Schöne, das geschönt ist verschönert. Das Nähren, das Ernährung ist vernährt, ist vernarrt. Das Wesen, das gewesen ist verwest. Das Fahren, das gefahren ist verfahren, was gefährlich ist. Ja, es stimmt eindeutig. Mensch lebt in einer gefährlichen Situation. Mensch hat die Naturströme, welche die Natur, wie sie ist, in Balance halten, gefährlich verändert. Kommt Mensch da noch raus? Das Leben ist Fluss, doch Mensch ist ins Stehen geraten, hat sich im Stehen verstanden, ist im Lebensfluss verstanden, hat das Leben gerädert. Die Orientierung der Welt ist in perversen Bahnen gelenkt. Die Logik darin ist verlogen. Mensch ist in Technik verfahren, weshalb die Technik, die das Wirtschaftswachstum steuert, auch eindeutig als Verfahrenstechnik bezeichnet ist. Doch Mensch hat im Verfahrenen dafür keinen Einblick und hält am Verfahren fest. So Mensch im Setzen gesetzt ist Mensch versessen versetzt. Versessene Versetzung. Erwachsene können ärgerlich sein, so Erwachsener von jemandem versetzt wird. Nur das Kind, das muss versetzt werden. Was für eine anmaßende Anprangerung des Erwachsenen an das Kind.
Erziehungswissenschaft, Erwachsenenlogik, eine verlogene Logik.